immer der beste Sport. Immer das beste Spiel. Viel Spaß bei der Frieda Arena. Finale. Rot-Weiß Cuxhaven. Schnelle junge Mannschaft, die haben aber ihre Stärken eindeutig auf der Position 1 bis 3. Männer als Team. Nur als Team. So wie immer. So wie wir immer spielen. Dann haben wir die besten Chancen, hier den Pokal zu holen. Auf geht's, komm. Auf geht's, komm! Auf die Hand schon Pokal, die richtige Union! Ja, Cuxhaven ist natürlich Favorit. Die wurden diese Saison Zweiter in der Oberliga. Aber im Pokal ist, wie oft auch im Fußball, auch im Basketball immer alles möglich. Und wir haben hier schon oft bewiesen, dass wir als Underdog mindestens das Leben der Favoriten schwer machen. Wir hauen alles rein und dann schauen wir, dass wir den Pott auch nach Hause holen. Weiter, Jungs. War gut gespielt. Wir sind zu lieb in der Defense. Wir sind zu lieb. Nehmt die Arme hoch, brüllt die an. Ruft Ball, geht da rauf. Offensive ist gut und Defensive machen wir das auch nicht verkehrt. Vorne, die Mitte ist dicht, das ist wunderbar. Wir müssen nur die Corner im Griff haben. Das ist das Finale. Und wir spielen bisher ein sehr, sehr gutes Finale gegen eine richtig gute Mannschaft. Das wussten wir vorher. Es gibt jetzt überhaupt gar keinen Grund, hier irgendwie unzufrieden zu sein. Ganz im Gegenteil, weil ich finde, wir machen das prima. Ja? Aber wir können an ein paar Stellschrauben arbeiten, um das besser zu machen. Ja, aber wir geben hier nicht klein bei. Die müssen sich richtig anstrengen gegen uns. Und Männer, egal was jetzt hier in der zweiten Halbzeit passiert, immer Kopf hoch. Immer Kopf hoch. Ja, im Augenblick sieht es nicht so gut aus für uns, aber ich denke, wir werden noch ein bisschen länger mit dranbleiben. Da. So schnell stecken wir nicht auf. Wir peitschen sie nach vorne. Wir geben alles. Sind und nur die Mannschaft, 14 Punkte. Die Mannschaft gibt auch alles. Auf geht's, kommt Männer, weiter! Männer, weiter, weiter! Hier geht was, komm! Macht nichts, weiter, komm! Männer, hier geht was. Hier geht wirklich noch was. Es ist super, wie wir hier spielen jetzt. Das war ein Bombenviertel. Das Viertel haben wir gewonnen. Okay, kommt Männer, auf geht's. Hier ist alles drin. Komm! Männer in der Offensive, gehen wir weiter zum Korb. Nicht wildes Geballer jetzt von außen, weil der 3 zählt, sondern wir gehen weiter zum Korb. Weiter, Männer. Komm, das ist Basketball hier. Hier kann alles passieren. Komm! Männer, das war ein ganz toller Tag mit euch. Ja, das erste Spiel war schon große Klasse, das zweite Spiel noch besser. Wir haben die zweite Halbzeit gegen Cuxhaven gewonnen. Die haben am Anfang richtig gut getroffen, Cuxhaven. Haben uns das Leben richtig schwer gemacht, aber wir haben uns bravourös in der zweiten Halbzeit wieder zurückgekämpft in das Spiel. Die konnten einfach besser von außen werfen. Das konnten wir leider nicht, weil die haben meistens nur von außen geworfen und leider auch getroffen. Das Entscheidende war für mich jetzt als Trainer, dass wir einfach 100% abrufen heute. Das ist uns absolut gelungen. Wir haben alles gezeigt, was möglich war gegen Aufsteiger in die zweite Regionalliga. Ich glaube, eine rundum gelungene Veranstaltung. Wer hier heute nicht war, hat echt was verpasst.